Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft auf der PS4. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los und machen weiter. Ich werde mir jetzt noch ein Kartoffelfeld bauen. Ein Rübenfeld für die Schweine, weil man rote Rüben braucht, um die Schweine zu füttern. Daher muss ich mir hier noch ein Beet anlegen, gleich am Anfang der Folge, dass ich das dann noch habe. Und dann heißt es Sand sammeln gehen und Glas herstellen für mein Haus, für die für die Fenster. Das werden wir mal in dieser Folge in Angriff nehmen. So, aber erstmal muss ich die richtigen Samen hier mitnehmen. Ich voll Idiot. Ich brauche die Samen und nicht die rote Rübe in der Herstellung. So rum. Sonst wird das hier nämlich nichts. Okay, wunderbar. So, hoch und hoch. Jetzt bräuchte ich mal eine Schaufel. Vielleicht mal zwei, ist vielleicht besser. Sonst komme ich ja erst überhaupt nicht weit. Ich muss halt aufpassen auf den Golem, weil der ist wahrscheinlich immer noch sauer auf mich. Denke ich mir mal, dass er noch auf mich sauer ist. Würde mich nicht wundern. Weil ich habe das Gefühl, dass der sauer ist auf einen und dann nicht mehr von einem locker lässt. Das ganze Spiel. Aber nun ja. Das habe ich mir selbst eingebrockt, weil ich den einen Dorfbewohner gekloppt habe. Und dann ist er natürlich gleich auf Safe-Modus gegangen und hat ihn verteidigt, was auch klar ist. Dafür sind die Golems ja da, um abzusafen. Ja, daher ist das halt passiert. Okay, dann tun wir das mal hier rein. Das Eisenerz hierher. Einmal schlafen gehen, dass es für Tag wird. Und dann bauen wir mal den Haus weiter, dass wir das mal irgendwie ja, fertig bekommen. Und ich würde sagen, haben wir das eigentlich noch? Ich glaube es nicht, ne? Akazien-Setzdinge, überhaupt keine Setzdinge. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Weil ich möchte die Akazien jetzt ja nicht mehr wegfällen. Die möchte ich so stehen lassen, wie sie sind. Weil die einfach klasse aussehen. Aber das Problem ist, ob ich hier irgendwo in der Nähe Akazie finde. Ich müsste mir mal Redstone holen. In der Höhle. Eisen haben wir, dann müsste ich mir mal eine Dings bauen, eine sag schon einen Kompass bauen, dass ich den Kompass mir halt mal sozusagen den Weg leiten kann. Und dann muss ich mal auf Suche gehen auf nach Akazie, aber erstmal muss ich in die Höhle rein. Ich würde sagen, das machen wir gleich mal noch, in die Höhle reingehen. Da brauche ich noch mal ein paar Hacken. Wo reicht es denn nicht? An Stein. Ernst jetzt? Ich habe nicht genug Stein um. Okay, ich sag mal nichts, ne?
Ich gehe mal kommentarlos jetzt in die Höhle und suche jetzt da unten. Das war jetzt ja schlecht. Oh, oh. Und hier steht auf einmal eine Blume. Das macht mir Angst. Wo habe ich die Blume her? Ich muss ja nach unten irgendwo. Hört mal. So. Ich muss ja in die Tiefe. Ich brauche ja. Gesehen, da war Eisen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe es übersehen, aber ich will erstmal irgendwo in die Tiefe kommen, um an Redstone zu kommen. Okay, das auch nichts. Ich glaube, ich muss mich irgendwo mal nach unten buddeln. Okay, hier geht es noch ein bisschen tiefer. Da hört es auch auf. Da hört es auch auf. Ich muss mich einfach mal. Ah, da ist schon wieder Kies. Darauf habe ich ja null Bock. Ne, auf Kies. Überhaupt keinen Bock. Aber hier kann ich vielleicht noch irgendwo ein bisschen nach unten, eventuell. Oh, Fackeln habe ich auch keine mehr. Oh Mann, oh Mann. Was habe ich denn überhaupt noch in den Inventar? Gar nichts, ja? Sieht ganz schlecht aus. Okay. Oh! Ja, war gut, dass ich aufs Schwert umgerüstet habe. Da ist wieder Creeper. Aber nur ein Block hat er weggesprengt. Bisschen wenig für einen Creeper, hm? Ihr könnt doch mehr. Na gut, das war jetzt billig. Für die Creeper hat er optisch geschafft. Ein Blöckchen und oben vielleicht ein, zwei noch weggesprengt. Da war's das. Uiuiui. Der Küber hatte keine volle Sprengkraft mehr, wie es aussah. Da war schon etwas von der Power entleert, glaube ich. Oh Mann, oh Mann. Da kommt der Küber um die Ecke geschlichen und will mich erschrecken, die Sau. Alter Schwede, alter Schwede. Wenn du das nochmal machst, ne, du Sau, gibt's aufs Maul. Alter Schwede. Mann, ich spiele am Abend, ich bin müde, da kannst du mich doch nicht so erschrecken. Da bin ich doch gleich wieder munter, Quieper. Was soll die Scheiße? Ich will ja nach den Aufnahmen schlafen, da kannst du mich doch nicht wieder munter machen. Alter Schwede. Quieper sich ja gleich ein bisschen verarscht, ne? Ich bin ja gleich auf der richtigen Höhe, wie ich sehe. 13, 12 und 11. Und da mache ich einfach mal gerade durch. Vielleicht komme ich ja mal ganz schnell an den Redstone. Ich brauche ja nicht viel Redstone, ich brauche nur ein bisschen was. Mir reichen 5, 6 solche Pupsel davon. Das reicht mir schon. Oh, da kommt schon wieder Kies. Ich hasse es. Kies kann ich überhaupt nicht leiden. Bei Minecraft. Überhaupt nicht. Das ist der größte Schrott, den es bei Minecraft gibt, ey. Klar, damit kann man schön Löcher stopfen oder Lava stopfen, aber. Ansonsten ist das Scheißzeug wertlos. Außer der Feuerstein, den man noch rausbekommt. Aber das war's dann auch schon. Und der Redstone sieht hier gerade nicht wirklich aus. Bisschen Kohle. So, ich habe jetzt auch die Eisnacke. Ach, da ist es ja schon. Wunderbar, der reicht schon. Der reicht schon, definitiv. 25 Stück. Damit komme ich auf jeden Fall weit.
Damit kann ich mir einen lockeren, schönen Kompass bauen. Na gut, komm. Diamanten, Diamanten. Hat sich gelohnt. Ich habe Diamant gefunden. Nochmal abchecken, ob hier noch mehr Diamant ist, aber ich glaube, das war's. Ja. Gut, ich gehe mal nach oben. Drei Diamanten. Sehr schön. Das hat sich definitiv gelohnt. Definitiv. Na gut, gehen wir mal hoch. Aber ich wollte sagen, ich beende die Folge erstmal an dieser Stelle, denn die Folgenzeit ist leider schon wieder um. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß gehabt beim Zusehen und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es heißt Let's Play Minecraft auf der PS4, schaut natürlich auch sehr gerne bei meinen anderen Projekten vorbei auf YouTube, was ich alles noch so habe. Wie Let's Play School of Dragons, Let's Play Project Cars 2 und Let's Play Roblox Survival Killer, wenn ich es richtig gesagt habe. Die Sachen laufen deshalb alle auch auf meinem YouTube-Kanal. Inzwischen sind es 4 Let's Plays geworden, die derzeit laufen auf dem Kanal. Also dann sage ich an dieser Stelle, ciao mit V, möge die Macht mit euch sein und das Minecraft-Blut natürlich auch mit euch, meine jungen Padawane und Zuschauer. Ciao, ciao, ciao. Euer Darth Steffen zockt, sagt auf Wiedersehen. Du bist um die Ecke, sieht creepy aus. Ciao, ciao.